Hallo Leute und willkommen zurück zu Civ 6. So, ja, hier mit dem religiösen Kampf, da haben wir Schwierigkeiten. Weil da ein Disputant ist, der macht uns das Leben schwer. Und da oben werden wir auch noch von einem Apostel angegriffen. Wenn die zwei hier sich einig sind, da können sie den Guru rausnehmen. Ja, und wir können dort nicht angreifen, weil da ein Lager ist. So. Ansonsten, wir haben in der letzten Folge nochmal Glauben investiert, um zwei weitere Aposteln zu holen. Hier sind Inquisitoren, die zumindest die Flanke schützen. Da ist nochmal Guru auf dem Weg, da kann er nochmal zusätzliche Heilung beten. So. Zwei neue Gesandte. Und ja, wir könnten hier so souverän werden. Tabak. Ja, wir lassen das einfach mal so. Und dann. Ja, der könnte jetzt nur von ihm angegriffen werden. Und wir sehen, es würde nicht reichen, um ihn auszunehmen. Nächste Runde geht's weiter. Bei ihm auch. Und ich denke, Bonus stehen. Jawohl. Ja, der Guru hat noch eine Fortbewegung. Könnte sich gegen den Apostel nur verteidigen. Nicht offensiv angreifen. So. Ja, das sind zwei gute Spots für Spezialbezirke. Und da können wir noch eine Pyramide bauen. Oder hier. Kriegen wir noch den Bonus durch das Kraftwerk. Also durch den. Durch das Industriegebiet. So. Ja. Schaffen wir nicht. So. Wie sieht zwar der Schatt aus mit Annehmlichkeiten und Wohnraum? Ja, wir schicken. Den Händler mal nach. Bombos. Noch zwei Aufladungen. Das können wir jetzt auch wieder zurückschieben. Ah, also ein bisschen Platz braucht Sansibar ja auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So.
noch zwei Aufladungen. Oder... Nee, die Felder, die gehören uns eh nicht. Okay. Was ist das? Ja, wir bekommen kein goldenes Zeitalter. Vielleicht bekommt der Kong ja ein dunkles. Ah, okay, Mist. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die anderen für ein Zeitalter kriegen. Vorbereiten, sprechen die Herrschenden in aller Ausführlichkeit über den Frieden, bis sie die Mobilisierung abgeschlossen haben. Oh je. Hat der Kong jetzt sogar ein goldenes Zeitalter? Niederlande ein normales. Ja, irgendwas verstehe ich an der Münzreform nicht. Machen wir kurz einen Break. Okay, da bin ich wieder. Und, ja, was da jetzt bei der Münzreform, was ich da falsch verstehe, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir da mal eine Notiz gemacht, dass ich da nachforsche. Und, ja, wir nehmen dann jetzt mal Herzschlag des Dampfes. Wert 1 Zeitalterpunkt für jedes im Industriezeitalter oder später errichtete Gebäude. Und da wir so viele Städte haben, denke ich, wird da einiges zusammenkommen. Bestätigen. So. Ja, da haben wir leider den Guru verloren. Und... Ja, wir können hier direkt uns rächen. So. Ja, das sieht schlecht aus. Und es wird eine Kontrollzone ausgeübt. Also wir kommen nicht dorthin. Nicht in einem Zug. Und aufs Wasser möchten wir hier auch nicht. So. Okay, den einen Angriff würden wir hier dort überleben. Dann haben wir zwei weitere Apostel, die wir befördern möchten. Kaplan. Apostel fungiert als Sanitäter und heilt Einheiten innerhalb eines Geländefeldes. Das ist doch gut. Der zweite. Bekehrer, das ist super. Religiöse Verbreitung eliminiert 75% des existierenden Drucks durch andere Religionen in der Zielstadt. So. Dann verschicken wir doch mal zwei Inquisitoren hier die andere Seite. Und dann... Ah, den Guru haben wir verloren. Leider ja.
So, und dann einmal nach Delhi. Kann auch nach Gold sortieren. Und da ist Delhi auch ganz oben. Ja, jetzt müssen wir ja nicht mehr auf die Dauer achten. So, der Guru könnte einmal heilen. Macht er aber nicht, weil da würden wir ja in einem Angriff würden wir überleben. So. Großer Admiral gewährt eine Beförderungsstufe von plus 50% Kampferfahrung für eine militärische Marineeinheit. Ja, da passen wir. Dann hätten wir hier gewährt dieser Stadt plus 6 Loyalität pro Runde. Na gut. So. Einmal tauschen. Fischzuchtmodernisierung bauen und ja, zurücktauschen. So. Handelszentrum abgeschlossen und dann ja, kaufen wir ruhig den Markt. Und den Händler. Ja, ruhig nochmal hier einen Händler. Oder Apata. Ja, da kriegen wir gleich noch Annehmlichkeiten. Wenn wir einen New Deal erforscht haben. Ja, holen wir uns zurück hier noch einen Händler. So. Ah, ganz bescheiden. Kornspeicher. Und ein weiterer Gouverneurstitel. Symphonie kriegen wir dann im Atomzeitalter. Aber das dauert jetzt noch mindestens 40 Runden. Und Moment. Gouverneurstitel war das da, okay. Ja, mehr Wissenschaft. Wir bauen ja jetzt Seehäfen. Wann werden die Mauern obsolet? Das ist auch nicht mehr so lange. Ja. Weil wir den Stahl haben. Da können wir nämlich auch keine Renaissance-Mauer mehr bauen. Können halt jetzt nochmal, wie verrückt, die Verteidigungsmauern hochziehen, die Karte reinnehmen, die uns 100% gibt. Und dann würden wir auch pro Stadt dann nochmal 2 Wissenschaft mehr kriegen. Und später mehr Tourismus. Ja, okay. Machen wir das. Handwerkerkarte.
Ah, wir lassen das so, wie es ist. Und Rating. Ja, und jetzt gehen wir die Städte durch und bauen dort die Mauern. So. Der Ölkraftwerk kann gerne fertiggestellt werden. Dann kommen wir dann später. Ah, geht alles nicht verloren. Ist ja noch alles eingereiht. Keine Sorge. Ich mach das nur so, damit wir daran erinnert werden. Man kann halt jetzt die mittelalterliche Mauern und die Renaissance-Mauern noch nicht einreihen. Oh, 17 Runden, okay. So. Hier haben wir's. Wir werden gejagt. Wahnsinn. So, Weltkongress beginnt. Und wir haben... ja, die Abstimmungsoptionen zur Auswahl. Mal wieder raus. Bin mal für Elfenbein stimmen. %50 Nachlass bei der Produktion von Gebäuden dieses Typs. Oh. Ja, die Ölkraftwerke, die sind ja jetzt durch eigentlich. Können sagen... Ölkraftwerk ächten. Und... der gewählte Spieler erhält 2 Diplomatie-Siegpunkte. Ja, kann man selber wählen. So. Nobelpreis für Physik. Schweden möchte wissenschaftliche Spitzenleistungen anerkennen. Wir werden sehen, welche Nation seine Wissenschaft am stärksten fördert. Erhaltet Punkte durch großer Ingenieur, großer Wissenschaftler und großer Händlerpunkte. Okay. Boah. Stimmen wir mal mit einem Daumen dafür und boah, hier nochmal einen Daumen für Elfenbein. Na, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Okay, Wein gewährt keine Annehmlichkeiten. Okay. Wow, ganz viele gegen Wein. Okay.
Kohlekraftwerk wird geächtet. Ah, wollte sogar Gandhi wollte das Ölkraftwerk ächten. Okay. Japan ist dabei, Atomkraftwerke zu bauen. Okay. Also das wurde angenommen. Oh, und wir bekommen 2 Diplomatie-Siegpunkte. Ja, haben wahrscheinlich alle sich selbst gewählt. Ja, aber wir haben am meisten investiert und dann gewonnen. Ja, und dieser Wettkampf wird gestartet. Unsere Zivilisation verbraucht eine Ressource, um Energie für ihre Städte zu erzeugen. 2 Zeitalterpunkte, jawohl. Viele von uns sorgen sich mehr um unsere Automobile als um unsere eigenen. Mir ging gerade durch den Kopf, dass. Gibt es für das Auto Ersatzteile. Also, mein persönliches Ziel in dieser Partie ist. Den Bumbi zu konvertieren. Geht nicht. Ja, das ist das oberste Ziel, das wichtigste Ziel in dieser Partie. Aber die sind jetzt bei. 7,4, ja, weil sie ein goldenes Zeitalter haben. Ja, mal schauen, jetzt mit dem. Ja, mit der Münzeform, das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Ich werde auch nochmal nachschauen. Warum? Ich vermute, dass die Handelswege länger brauchen als angegeben, um abgeschlossen zu werden. Allianz abgelaufen. Erstmal die Freundschaft verkünden und die Militärallianz erneuern. Hier noch ein bisschen Gold bekommen. Dann, ja, unsere frischen Aposteln, die gehen an die Front. Ja, hier werden wir verfolgt. Ja, wenn wir jetzt hier ins Wasser gehen, dann kann er reingehen und uns angreifen. Ah, ist das traurig. Ja, und da haben wir eine Kontrollzone. Also das klappt nicht. Ach, vernehmen wir noch einen Apostel. Wir können natürlich auch sagen, Religion verbreiten. Dann ist er halt, ich würde sagen, aufgelöst. Wer gewinnt, hat keinen religiösen Kampf. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Okay.
Ach, die waren vorher in einem dunklen Zeitalter, deswegen hatten die so Loyalitätsprobleme. So, und Fetz gehört bei uns. Na gut, 10 Runden noch. Oh, wir müssen aufpassen. Wenn die hier jetzt stark bombardieren. So, da können wir sogar noch ein Feld weitergehen. Noch ein Feld weiter, okay. Gut, ja, wir machen ja mal einen Break und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye bye.